So, jetzt immer kurz vor Atira. Der Danny, der hat 600 Meter Vorsprung. Das ist Wahnsinn. Ja, da muss auch noch tanken. Ja, stimmt. Ach ja, genau, da ist auch die Tanke. Da kommen wir dran vorbei, oder was? An der Hauptstraße in Atira ist eine Tanke, ja. Bin ich mir sicher, brauche ich nicht tanken. Tanken wir lieber voll, sicher, sicher. Wir haben noch ein ganz schönes Stück. Wir müssen ja vom Abfüller noch zum Alkoholverkäufer. Ja, da würde ich aber eher Pyrgos tanken. Meine Handybatterie nützt sich ab. Also ich bin jetzt noch dreifach voll. Oh Scheiße, bin ich blöd. Wenn das einer im Video sieht, ich bin genau vor so einem Pfosten. So ein Strommasten. Das ist halt, weil ich, ja. Genau. Also müssen wir links am Airfield vorbei, ne? Also ich ja, habe auch noch halb voll. Hauptstraße links. Ja. Also ich brauche auch nicht tanken. Also ich gehe in Pyrgos, gehe ich tanken. Da bin ich auf der sicheren Seite. Jetzt habe ich noch einen Dreifach voll. Drei Sticke. Der Horus hat gesagt, die Batterie, die braucht man nicht. Nee, wir sind noch im TS. Wir können das auch so weiterhelfen. Ja, das stimmt. Bulle brauchst du jetzt nicht rufen. Nö, ich glaube, ist auch keiner da. ADAC. Denk dran, irgendwo müssten wieder in Außenposten kommen, da stehen Blitzer. Ja, dann wird der Danny das gleich zu spüren bekommen. Klammer längste, mein Freund. Mal da, der Horus, der Gute, der hat da unten schon, was steht denn dabei? Links steht er. Okay. Ich bin okay, nämlich jetzt an der Hauptstraße, wo es rechts zum Airfield geht und links müssen wir ab. Naja, und immer weiter. Da bin ich jetzt wirklich schon mal kurze Zwischenbilanz. Jetzt kommen wir auch gleich am Staatskasse vorbei da, ne? Kommen wir die Schranken auf, ja? Außenposten, da müssen wir langsam fahren. Achtung, Straßensperre, vermindert deine Geschwindigkeit. Mache ich. Wie viel darf ich denn? Ah, ich habe ihn eingeholt. Das heißt, ja, ich habe den Schranken aufgemacht. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Ich wurde nicht geblitzt. Ich auch nicht. Wir haben es aber innerlich gehofft. Entschuldigung. Hey, ist in Ordnung. Beruhigen Sie sich. So. Sie betreten einen Sicherheitsbereich. Danke für Ihre Kooperation. Weil du weitergefahren bist. Ich bin direkt hinter dir. 5 Meter. Sag nur, du hast mich schon eingeholt. Ja, aber locker. Oh mein Gott. Da kannst du mal sehen, ich kann kein LKW fahren hier. Aber ich kann ja in Wirklichkeit einen LKW fahren, verdammt. Kann ich auch. Und hier kriege ich es nicht gebacken oder was? Oh, jetzt kommt eine scharfe Kurve. Danny hat schon wieder was rausgefahren. Wie machen die das? Der fährt ungefähr 93 oder so, schafft er. Ich schaffe nur... Ich schaffe 84 eben. Jetzt habe ich zum Beispiel nur 83. Also ist er schneller. Ja. Na dann... Und Berg hoch, kackt er ab. Ja, der hat bis 150 PS, du hast 450. So, jetzt wird mein Sprit gelb erst. Also halb voll habe ich noch. Ja, mir kommt doch jetzt leider an der Tanke vorbei. Ja, ist ja voll. Das ist da, wo du dein Auto hast spritzen lassen, ne? Jawohl. So ist der. Und zack, hat's ihn erwischt. Oh, sch- Ja, ich hab's dir gewusst. Langsam fahren, ich muss schwanger fahren. Langsam fahren.
Mich hat's nur erwischt, mach du nicht raus. Nein, mich hat's nicht erwischt, weil du... Quatsch doch nicht, quatsch nicht. Nein, nee, wirklich nicht. Aber vor der Brücke schon langsam. Oh, scheiße. Klasse. Der Horus, der Horus war schon am Fluchen über die Dinger. In Kavala, die sind ganz fies. Du kannst nämlich plus 30 fahren. Du siehst, wie schnell du über 30 bist. Was ist denn jetzt los? Du hängst, mein Guter, du musst mehr ausholen, LKW-Fahrer. Kann ich denn mit dem Ding überhaupt da drunter fahren? Ja. Oder einfach daneben, das reicht doch. Oh, Scheiße. Zerstöre hier alles. So, dann tank mal voll, Junge. Oh, das geht aber flott. Was hat das jetzt gekostet? Nix. Tanken in Altes ist immer noch kostenlos. Wir haben unsere eigenen Ölfelder, das ist daran nicht das. Griechenland halt. Die haben es doch. Ja. Milliarden. Ja, die wollen ja auch keinen Sparkurs mehr, ne? Genau. Deswegen gibt es den Sprit kostenlos. Ja, genau. Dass sie wieder alle auf der faulen Haut liegen können. Um Gottes Willen, ich habe nichts gesagt. Ja. So, wir kommen nach Pyrgos. Eben sind wir schon an so einem großen Militärlager vorbeigefahren, aber da hatte ich einen Finger noch nicht auf der Aufnahme. Gut, dass ich die Reifenspuren sehe, dabei will ich nicht langfahren muss. Guck mal geradeaus. Ja, was ist denn hier für Gas? Ja. Ja, oh, jetzt hat er die Beine mitgenommen. Oh, oh. Aber passiert ja nichts. Er ist ja schmerzfrei, der Wagen. Ja, ich habe gerade gewechselt wieder zur Innenansicht. Weil ich mir das auch mal wieder von innen angucken wollte. Ah, hier darf man nur 50 fahren. Auf jeder Achse. Du hast 4. Hast nicht das Achsenzeichen gesehen? Nein. Oh Scheiße, wir müssen ja hier rum, ne? Wir müssen gerade. Gerade? Genau da lang. Ach, steht ja auch gerade. Na gut. Den alten Mann mal ein bisschen anschieben. Ja, schieb mich an. Boah, der geht nicht. Also das Anschieben funktioniert nicht in Altes. Nee. Oh! Ja, aber Feuerball, Junge! Scheiße, was? Da habe ich ja doch nicht gehört. Was? Was? Ja, da ist explodiert. Wer? Ich habe dich ein bisschen angeschoben und da in dem Moment hattest du einen Diesel gehabt. Nee. Ja. Doch, guck doch mal hinter dich. Mach weiter. Oh nee! Wart weiter, ich komm dann gleich, ich bin im Heli vorbei. Die ganze Ladung. Ihr habt doch noch 2 Ladungen drin. Das ist über 1,5 Mille, was da drin ist. Nee, da kriegen wir deinen LKW, wenn du wieder zusammen. Den LKW habe ich mit 15. Das spielt doch keine Rolle. Der LKW muss rauskommen. Da kommt auf jeden Fall raus. Der LKW kommt bis 400.000. Ja, siehst du, also ein LKW kriegst du und dann wird die restliche Summe geteilt. Das sehe ich auch so. Wird schon immer so gemacht. Verluste werden abkalkuliert von der Gesamtsumme und dann wird geteilt. Boah, guck mal, was das hier Straßen ist. Das ist ja Wahnsinn. Rechts. Ah ja, da rechts. Ich quietsche mit meinen Reifen, du brauchst das Gerät laufen. Wir sind gleich da beim Abfüller. Hoffentlich hattest du nichts Wesentliches dabei. Nee, nee. Nicht, was man nicht ersetzen könnte. Hier war ich auch mein Lebtag noch mit.
So, wir sind angekommen. So, was ist das denn für einer? Ein Bottler ist das. Ein Bottler. Was macht man denn in Botteln? Ach, jetzt brauchen wir noch eine Abfüll. Ah ja, Danny. Da hat er schon. Abfülllizenz, jawohl. Und jetzt müssen wir das botteln, oder was? Jawohl. Was ist eigentlich mit dem Roggen? Kann ich den wegmachen? Also Brot backen dann Den auch. Roggen kannst du wegschmeißen, ja. Danny, habt ihr auf eurem Surfer auch so ein paar neuere Sachen? Also jetzt, was so die... Wir haben, du kannst Schrott sammeln. Dort findest du random Sachen. Die Sprengladung für die Bank musst du zusammencraften. Wir haben in jeder größeren Stadt eine Werkbank, wo du jetzt, wenn du beim Schrottplatz zum Beispiel, kannst du einen Wecker finden, einen Taschenrechner, kannst du Kabel finden und so weiter und so fort. Das kannst du recyceln. Oder eben zusammencraften. Zu was? Wozu sind die Sachen gut? Gut, du kannst das verkaufen, also den Schrott dann irgendwie, oder Ja, was? kannst du verkaufen. Also Wecker, wenn du zum Beispiel einen Wecker, einen Taschenrechner, zwei Kabel und noch TNT kannst du zum Beispiel auch finden, ganz random. Irgendwo beim Sammeln, beim Farmen. Hm? Die kannst du zum Beispiel an der Werkbank dann zu einer Sprengladung zusammen, also zusammencraften, die wiederum benötigt wird, um die Bank auszurauben. Anderweitig kommst du an keine Sprengladung mehr ran. Ach so. Genau, dann verschiedene Varianten des Crafting-Systems von den Bearbeitern her. Also wenn du jetzt zum Beispiel Neff oder sowas machen willst, du brauchst eben Nasenspray, was du dir vorher am Markt kaufen musst. Oder. Also ganz, ganz verschiedene Sachen und so, dass eben das Teamplay wieder angeregt wird. Und aber hier so, das mit dem Whisky habt ihr zum Beispiel nicht, ne? Nee, Whisky wäre mir jetzt neu, dass wir sowas hätten. Eigentlich Kann, nee. kannst ja noch anregen. Nee, nicht wirklich, sorry, ich weiß nicht, was ist. Warum? Ach nee, du, das ist mir im Endeffekt jetzt schon wieder viel zu wilde. Ach, zu aufwendig oder was? Ach, ja, was heißt so, wenn ich noch nicht mal, ich muss sagen, ich habe ohne Mist wirklich die Lust verloren, teilweise jetzt wieder neu anzufangen. Ach Und so, wieder Mann. neu anzufangen und wieder neu anzufangen. Also im Endeffekt, ich werde natürlich, ich werde wieder alles ausprobieren, was überhaupt geht, so wie ich das auf Jump Street genauso gemacht habe. Also ich habe da ja wirklich von null angefangen. Hatte eigentlich alles, bin dann ja erst Supporter geworden, also bevor jetzt irgendwelche Gedanken aufkommen sollten, ja, Admin-Infuse oder so. Im Endeffekt ist das Spielen eingegangen. Also je höher der Posten wurde, ist das Spielen einfach zu kurz gekommen. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Man hat eben seine ganzen Probleme, seine Wehwehchen und. Da hat man meistens auch gar keine Zeit zum Formen. Ja, ist schon klar. Ich verstehe das. Ich weiß das ja auch, wenn ich mit dir zum Beispiel, es war ja schon was Außergewöhnliches, wo wir zu viert oder zu fünft Schildkröten da gemacht hatten, da, Ach, das weiß das ich. war ja, da war ja so das ist schon so ein Hype, da gab es da auch nur Stunk. Musste ja jedes Mal irgendwo stüpfst du eh jemand an oder bist da geil, wo ich da eigentlich Wenn drüber war gesagt hab, nee, wir machen jetzt erst das fertig und das gut. Genau, das war ja immer so, dass du, wenn du als Zivilist auf den Server gegangen bist, warst du ja eigentlich immer, dann hat man dich ja schon meistens schon gar nicht mehr irgendwas machen lassen, sondern du musstest dann Bin immer meistens nur wieder. noch mitgefahren, ne? Teilweise nur noch mitgefahren. Und wenn ich mitgefahren bin, ist es dann gut gegangen. Dann musstest du vielleicht nichts machen. Aber sobald du selber in irgendein Auto steigst oder irgendwas machen müsstest, wird deine Aufmerksamkeit wieder anderweitig gebraucht. Und das ist
Der Ja, bist du nervt schon manchmal. fertig? Nee, ich bin gerade hier am Umlagern. Ach so, weil ich bin fertig bei mir. Du könntest jetzt eigentlich nochmal verarbeiten, dann bin ich auch durch, ja. Gut, dann komme ich, will ich mal gucken, ob ich drankomme. Jawohl. So, wo müssen wir jetzt hin? Wo steht das Haus von uns? Wo besaufen wir uns jetzt? Nee, zum Alkoholhandel muss ich jetzt gehen. Der ist Im so. 1,5 Kilometer nordöstlich. Oder 2 Kilometer. Irgendwie auf jeden Fall diagonal drüber. Auf der Halbinsel. Oder sind es 4 Kilometer vielleicht? Alkoholhändler, okay, am Zipfel unter Uran 2, Drogendealer, südlich vom Salzfeld. Oh, südlich? Nö. Doch, südlich vom Salzfeld. Ach Hast da, warte mal, Salz. du so einen kleinen Zipfel? Alkohol, da. Unter Uran 2 sogar noch. Ah, da. So, kicken wir mal kurz hier. Oh ja, noch verloren. Achso, rechts. So, ich habe mir markiert 7,5 Kilometer bis dahin. Ich weiß nicht, schon wieder fahren. Ich drehe. Ja, dann geht's mal auf. Jetzt wollen wir zum Händler und wollen die ganze Scheiße Ja, langsam. verkaufen. Wo hat auf der Map? Entschuldige. Ja, macht nichts. Ich hab das Eine gerade. Flasche behalten wir, ne? Wir wollen uns dann besaufen. Ja, genau. Trinkt man erstmal auf den Horus seinen Geburtstag. Denn der Horus hat heute Geburtstag. Ich weiß zwar nicht, wann die Folge ausgestrahlt wird, aber. Heute ist der 12. Ja. 12.2. 12.02.2015. Um das nochmal ganz genau festzuhalten, wir haben es 1:19 Uhr in Deutschland, also irgendwo in Deutschland, weil wir ja quer verteilt sind. Na, wir nicht ganz Der, so ja, weit. wir nicht ganz so weit, also der Osten Überwiegt hier. ist gerade in der Übermacht. Ja. Aber komischerweise, ich spiele gerne mit dem Osten. Wenn man das so sagen kann. Es klingt jetzt schon ein bisschen blöd, Alf. Ja. Aber wir können es ja wieder aufs Alter schieben. Ja. Ich habe jetzt vor kurzem, war ich beim SAW-Clan im TS, da habe ich auch eine Bemerkung gemacht, so spaßeshalber. Kannst dich noch daran erinnern, Horus? Da kommt, da Kein hat mich Mistschüssiger. sofort. Da hat mich der Mac sofort gekickt. Ja, da wird er seine kritischen 5 Minuten dreimal in einer Viertelstunde gehabt. Ja. Wenn der Kickflip dabei ist, dann der kontert ja auch sofort. Aber nichtsdestotrotz, mir macht das wieder so richtig Spaß, gerade mit euch beiden hier. Das Ja, ist. ich mit einer Atombombe unterm Arsch, ne? Schlimmer kann es nicht sein. Eben. Aber ich habe eben geguckt, die muss irgendwie abhanden gekommen sein. Nee, die ist drinne. Ja? Oh ja. Dort ist der Heli. Ja, ich sehe es, ja. Na gut, haben wir ein bisschen Verluste gemacht. Also was heißt nicht so viel Gewinn? LKW-Verlust, aber ja, das war halt so, ne? Oh Scheiße. Oh Scheiße, jetzt fährt er auch noch querfeldein. Hast du das Ach dir genau jetzt. überlegt? Ja klar. Oh mein Gott.
Ja, robust sind die ja eigentlich. Und dann nur so ein kleiner Anstupser und das Ding ist explodiert. Und ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Du bist wie bei mir war, hattest du ein Düsing gehabt. Du standest kurz vor mir. Ach so. Du warst dann wie in mir drin reingepackt. Dann bin ich nach oben geflogen und wieder nach unten gefallen.